Sehr geehrte Damen und Herren, Entschuldigung, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Mediengespräch der Schweizerischen Nationalbank und wir freuen uns sehr, Sie heute wieder einmal persönlich begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen denen, die die Medienkonferenz virtuell über das Internet verfolgen. Nun, Sie haben vielleicht bemerkt, die Zusammensetzung ist heute etwas eine andere. Unser Kollege, der Vizepräsident Fritz Zurbrück, ist heute nicht anwesend. Er musste sich kurzfristig aus medizinischen Gründen leider entschuldigen. Es besteht aber kein Grund zur Sorge. Wir sind zuversichtlich, dass Fritz Zurbrück bald wieder im Einsatz ist und wir wünschen dir, lieber Fritz, an dieser Stelle rasche und gute Genesung. Er wird heute vertreten durch David Moser. Sie kennen ihn gut von verschiedenen Anlässen. Er ist stellvertretendes Mitglied des Direktoriums. Nun, meine Damen und Herren, in meinen Ausführungen werde ich Ihnen zuerst unseren geldpolitischen Entscheid und unsere Einschätzung der Wirtschaftslage erläutern. Danach wird Andrea Mechler über die Lage an den Finanzmärkten, über die bevorstehende Ablösung des Franken Libors durch den Saron und zum Thema Instant Payment sprechen. Und schließlich wird David Moser Sie über den diesjährigen Finanzstabilitätsbericht informieren. Nach diesen Ausführungen stehen wir Ihnen wie üblich für Fragen zur Verfügung. Auch die Medienschaffenden, die unser Gespräch virtuell mitverfolgen, haben die Möglichkeit, Fragen per Telefon zu stellen. Ich komme zu unserem geldpolitischen Entscheid. Die Nationalbank führt ihre expansive Geldpolitik unverändert fort, um die Preisstabilität zu sichern und die Erholung der Schweizer Wirtschaft und den Folgen der Corona-Pandemie weiter zu unterstützen. Wir belassen den SNB-Leitzins und den Zins auf Sichtguthaben bei der Nationalbank bei minus 0,75% und sind weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren. Dabei berücksichtigen wir die gesamte Währungssituation. Der Franken bleibt hoch bewertet. Unsere expansive Geldpolitik sorgt für günstige Finanzierungsbedingungen. Sie trägt zur angemessenen Versorgung der Wirtschaft mit Krediten und Liquidität bei und sie wirkt dem Aufwertungsdruck auf den Franken entgegen. Lassen Sie mich wie üblich zunächst unsere Inflationsprognose erläutern. Die Teuerung ist seit April positiv und befindet sich damit wieder im Bereich der Preisstabilität. Sie dürfte im Verlauf des Jahres weiter ansteigen, dann aber wieder etwas sinken. Die neue bedingte Inflationsprognose liegt für dieses und das nächste Jahr leicht höher als unsere Prognose vom März. Sie sehen das in der beigefügten Grafik. Der Hauptgrund dafür sind höhere Preise für Erdölprodukte und für tourismusnahe Dienstleistungen sowie für Waren, die von Lieferengpässen betroffen sind. In der längeren Frist ist die Inflationsprognose gegenüber jener vom März praktisch unverändert. Für 2021 liegt die neue Prognose bei 0,4% und für die Jahre 2022 und 2023 bei jeweils 0,6%. Die bedingte Inflationsprognose beruht auf der Annahme, dass der SNB-Leitzins über den gesamten Prognosezeitraum bei minus 0,75% bleibt. Wie sieht nun die weltwirtschaftliche Entwicklung aus? Der Coronavirus und die Maßnahmen zu seiner Eindämmung prägen auch mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie die internationale Wirtschaftslage. So schrumpfte das Bruttoinlandprodukt im ersten Quartal in zahlreichen Ländern erneut und es lag nach wie vor deutlich unter seinem Vorkrisenstand. In den letzten Monaten hat sich die Pandemielage vielerorts entspannt und die Impfprogramme schreiten voran. Entsprechend werden die Eindämmungsmaßnahmen in vielen Ländern seit einigen Wochen schrittweise gelockert. Unser Basisszenario für die Weltwirtschaft unterstellt, dass in den großen Industrieländern die Eindämmungsmaßnahmen bis zum Sommer weiter gelockert werden. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das zweite und dritte Quartal mit einem kräftigen Wachstum.
Die Nachwirkungen der Pandemie werden die Nachfrage aber noch eine Weile belasten. Entsprechend dürfte sich die Auslastung der globalen Produktionskapazitäten nur schrittweise normalisieren. Deshalb ist für die meisten Länder mittelfristig nur eine moderate Inflation zu erwarten. Der höhere Erdölpreis und verschiedene Einmaleffekte heben allerdings die Inflation in diesem Jahr weltweit vorübergehend an. Dieses Szenario für die Weltwirtschaft unterliegt großer Unsicherheit und ist mit Risiken in beide Richtungen behaftet. Einerseits könnten weitere Ansteckungswellen die Konjunktur abermals bremsen. Andererseits könnten die getroffenen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen oder eine rasche Aufhellung der Stimmung bei den Haushalten und Unternehmen die Erholung stärker stützen als von uns bisher angenommen. Nun, auch in der Schweiz führte die zweite Pandemiewelle zu einer Unterbrechung der wirtschaftlichen Erholung. Infolge der Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen ging das BIP im ersten Quartal erneut zurück. Es schrumpfte allerdings weitaus weniger stark als in der ersten Pandemiewelle im Frühling 2020. Die Konjunkturindikatoren haben sich zuletzt deutlich aufgehellt. Für das zweite Quartal ist deshalb in der Schweiz mit einem starken und breit abgestützten BIP-Wachstum zu rechnen. Ein Grund sind die Lockerungen der gesundheitspolitischen Maßnahmen im Inland. Im Detailhandel haben sich die Umsätze bereits deutlich erholt. Auch im Gastgewerbe und der Unterhaltungsbranche dürfte sich die Lage verbessern. Ein weiterer Grund ist die wirtschaftliche Erholung im Ausland. So entwickelten sich die Industrieexporte zuletzt sehr dynamisch. Auch am Arbeitsmarkt zeichnet sich eine Verbesserung ab. Die Arbeitslosigkeit sinkt seit Jahresbeginn und die Kurzarbeit nahm zuletzt wieder ab. In unserem Basisszenario für die Schweiz gehen wir davon aus, dass sich die wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt. Dahinter steht auch die Annahme, dass die Eindämmungsmaßnahmen weiter gelockert werden. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für 2021 mit einem BIP-Wachstum von 3,5%. Im März hatten wir noch mit einem weniger hohen Wachstum gerechnet. Die Aufwärtsrevision ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das BIP-Wachstum respektive der BIP-Rückgang im ersten Quartal geringer ausgefallen ist als erwartet. Das schweizerische BIP dürfte Mitte des Jahres wieder sein Vorkrisenniveau erreichen. Die Produktionskapazitäten werden aber noch eine Weile unterausgelastet bleiben. Wie für das Ausland unterliegt auch die Prognose für die Schweiz wegen der Pandemie weiterhin einer erhöhten Unsicherheit. Meine Damen und Herren, der Negativzins und die hohen Interventionen am Devisenmarkt sicherten während der schwierigen Phase der Corona-Pandemie angemessene monetäre Bedingungen. Die Inflation liegt aktuell mit 0,6% wieder in dem Bereich, den wir mit Preisstabilität gleichsetzen. Unsere expansive Geldpolitik fördert auch die weitere wirtschaftliche Erholung in der Schweiz. Was ist nun der Ausblick für unsere Geldpolitik? Lassen Sie mich zunächst die internationale Zins- und Inflationsentwicklung kommentieren. Seit unserem letzten Mediengespräch sind die langfristigen Zinsen in den meisten Ländern gestiegen. Diese Bewegung war durch die wirtschaftliche Erholung und höhere Inflationserwartungen getrieben. Die kurzfristigen Inflationserwartungen sind global gestiegen. Einerseits erholen sich zurzeit diejenigen Preise rasch, die letztes Jahr wegen der Pandemie stark gesunken sind. Andererseits tragen Corona-bedingte Lieferengpässe und Nachholeffekte beim Konsum zum gegenwärtigen Anstieg der Inflation in vielen Ländern bei. Dieser Druck auf die Preise dürfte auch über die kommenden Monate noch spürbar bleiben und beeinflusst deshalb die kurzfristigen Inflationserwartungen. In ein paar Quartalen sollte diese Effekte aber nicht mehr ins Gewicht fallen. In einigen Ländern, nicht aber in der Schweiz, sind in den letzten Monaten zusätzlich
die längerfristigen Inflationserwartungen gestiegen. Dies spiegelt in erster Linie eine Normalisierung wider, denn die langfristigen Inflationserwartungen waren zuvor vielerorts deutlich gefallen. Wir gehen deshalb im jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die globale Inflation mittelfristig stark ansteigen wird. In der Schweiz sind die Zinsen und die Inflation im internationalen Vergleich weiterhin tief. Die langfristigen Inflationserwartungen sind fest verankert. Sie sind trotz Pandemie stabil geblieben. Umfragedaten zeigen für die lange Frist eine erwartete Inflationsrate von rund 1%. Vor dem Hintergrund der noch nicht voll ausgelasteten Produktionskapazitäten und unserer moderaten Inflationsprognose ist unsere expansive Geldpolitik weiterhin angebracht. Die fest verankerten Inflationserwartungen widerspiegeln das Vertrauen in die Gewährleistung der Preisstabilität in der Schweiz und sprechen für die Fortführung der gegenwärtigen Geldpolitik, mit der wir die weitere Erholung unserer Wirtschaft unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und übergebe das Wort Andrea Mechler. Merci, Mesdames et Messieurs, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Dans mon exposé aujourd'hui, je commencerai par vous donner un aperçu des développements intervenus au cours du premier semestre sur les marchés financiers. J'évoquerai ensuite le remplacement du Libor par le franc, par le Sarron, à la fin de cette année. Enfin, je vous informerai de quelques développements importants relatifs au domaine du trafic des paiements sans numéraire. Sur les marchés financiers, la propension aux risques affichés par les investisseurs s'est nettement améliorée depuis notre précédente conférence de presse en décembre. Cette amélioration est non seulement due au redressement économique dans une grande partie du monde, aux divers programmes budgétaires et à la politique monétaire toujours expansionniste. Elle découle aussi et surtout des progrès de la campagne de vaccination et donc de la perspective d'une levée progressive des restrictions liées à la crise du coronavirus. La reprise rapide de l'activité économique a entraîné une hausse des prix dans différents segments des marchés des matières premières. Dans un tel contexte, les anticipations d'inflation et les rendements des emprunts d'État américains à long terme ont marqué une hausse sensible. Sous l'impulsion des taux d'intérêt américains, les taux ont également augmenté en Europe et en Suisse, bien que de manière moins forte qu'aux États-Unis. Le rendement des obligations à 10 ans de la Confédération s'est établi à environ moins 0,2%, soit à un niveau supérieur à celui du début de la pandémie. Vous pouvez le voir sur le premier graphique. Les taux d'intérêt se sont stabilisés aux États-Unis depuis avril, alors qu'ils ont poursuivi leur progression en Europe, ce qui a réduit l'écart initial, comme le montre le graphique 2. Les taux d'intérêt à court terme restent à un niveau bas. Les intervenants sur les marchés ne s'attendent toujours pas à ce que les banques centrales relèvent leurs taux avant 2023. Les marchés des actions mondiaux ont atteint de nouveaux records grâce aux perspectives conjoncturelles plus favorables et à la politique monétaire et budgétaire expansionniste. Au premier semestre, beaucoup d'entreprises ont, en outre, enregistré de bons résultats en termes de bénéfices et de chiffres d'affaires, ce qui a soutenu les cours boursiers. Les principaux indices de référence aux États-Unis, le S&P 500, ou en Europe, le Stoxx 600, dépassaient récemment de jusqu'à 15% leur niveau de début d'année. En Suisse, le SMI a progressé de plus de 10% depuis le mois de janvier, comme l'illustre le graphique 3. Les fluctuations des cours sur les marchés des changes étaient essentiellement liées à l'évolution des taux d'intérêt. En début d'année, la hausse des taux aux États-Unis a soutenu le dollar, qui s'est raffermi de près de 3% jusqu'au mois de mars, en termes pondérés par le commerce extérieur. Le dollar s'est toutefois à nouveau déprécié du fait de la stabilisation des taux d'intérêt américains depuis avril. À l'inverse,
L'euro s'est légèrement déprécié au début de l'année, en termes pondérés par le commerce extérieur, avant de se raffermir du fait de la hausse des taux d'intérêt depuis avril dans la zone euro. Dans l'ensemble, le dollar des États-Unis et l'euro n'ont que peu varié depuis le début de l'année, en termes pondérés par le commerce extérieur. Le franc, en tant que monnaie refuge, a été moins recherché dans un contexte de propension accrue au risque. Nous avons donc observé une nette dépréciation au premier trimestre, en premier lieu vis-à-vis du dollar, mais aussi de l'euro. Cette évolution a duré jusqu'au début avril. Du fait de la faiblesse du dollar, le franc s'est toutefois à nouveau apprécié au deuxième trimestre. Dans l'ensemble, le franc s'est déprécié depuis le début de l'année d'un peu plus de 1% en valeur pondérée par le commerce extérieur, comme vous pouvez le voir sur le graphique 4. Il s'inscrit toujours à un niveau élevé. J'en viens à présent au remplacement imminent du Libor pour le franc par le SARON. En mars, l'administrateur du Libor, ICE Benchmark Administration, a indiqué qu'au 31 décembre 2021, tous les taux de référence du Libor pour le franc cesseront définitivement d'être établis. Contrairement à ce qui est le cas pour d'autres monnaies, il n'est pas prévu d'établir un Libor synthétique ni de ménager une phase de transition prolongée pour le franc. Le Libor pour le franc sera remplacé par le SARON. Le passage au SARON est en principe bien engagé, en particulier pour ce qui concerne le marché du crédit. On observe ainsi des progrès réjouissants, notamment pour les prêts hypothécaires. La plupart des prêts hypothécaires nouvellement octroyés, qui sont liés à un taux de référence, se basent d'ores et déjà sur le SARON, comme le montre le graphique 5. La FINMA estime qu'en mai 2021, la moitié des prêts hypothécaires à taux variable en cours utilisaient le SARON comme taux d'intérêt de référence. Le remplacement du Libor par le SARON fait également des progrès sur le marché des dérivés, même s'il y reste encore beaucoup à faire. Soutenu par le volume croissant de produits de crédit basés sur le SARON, le marché des swaps reposant sur le SARON a certes gagné en liquidité ces derniers temps. On le voit ici sur le graphique 6. Toutefois, en mai 2021, quelque 40% du volume des swaps de taux d'intérêt libellés en francs reposait encore sur le Libor. De plus, la courbe des swaps basée sur le Libor constitue toujours la référence principale pour la fixation des prix sur le marché des capitaux. Il convient d'utiliser conséquemment le temps qui nous reste jusqu'à la fin de l'année pour achever les travaux nécessaires à la transition. Les contrats encore basés sur le Libor doivent être remplacés avant fin 2021 par des contrats basés sur le SARON ou être dotés de clauses subsidiaires robustes. À compter du milieu de l'année, les contrats nouvellement établis doivent, d'après la FINMA, se référer non plus au Libor, mais au SARON. Cela vaut tant pour les crédits que pour les produits dérivés. En conséquence, les acteurs de marché doivent aussi rapidement se mettre à utiliser la courbe des swaps basée sur le SARON et non plus la courbe des swaps basée sur le Libor comme référence de prix sur le marché des capitaux et sur le marché du crédit dans son ensemble. J'en viens à présent à mon dernier sujet, à savoir les développements dans le domaine des paiements sans numéraire. La BNS a pour mandat légal de faciliter et d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement sans numéraire. Elle remplit ce mandat en mettant à disposition le système SIC, qui est le système centralisé pour les paiements en francs. Elle en confie l'exploitation à SIC SA. Le système SIC permet le règlement définitif et irrévocable des paiements effectués au moyen des avoirs à vue détenus à la BNS.
En aménageant le système SIC de façon appropriée, la BNS crée les conditions permettant d'assurer que le trafic des paiements sans numéraire soit basé sur les comptes, sûr, efficace et durable. L'infrastructure qui sous-tend le trafic des paiements doit continuellement être améliorée pour que son bon fonctionnement soit garanti également à l'avenir. Cette exigence est d'autant plus importante à l'heure actuelle que le trafic des paiements sans numéraire est en pleine mutation à l'échelle mondiale. De nouveaux acteurs se lancent sur le marché des services de paiement. Leurs modèles d'affaires sont inédits et leurs technologies novatrices. Dans ce contexte, il apparaît clairement que les solutions dites de paiement instantané, c'est-à-dire en temps réel, constitueront à l'avenir un enjeu primordial. À la différence des virements bancaires traditionnels, les paiements instantanés permettent de débiter immédiatement le compte du donneur d'ordre et de bonifier en quelques secondes de façon définitive le montant correspondant sur le compte du bénéficiaire. Les risques de crédit s'en trouvent réduits et les clients des banques, qu'il s'agisse des donneurs d'ordre ou des bénéficiaires des paiements, disposent d'un solde toujours actualisé sur leur compte. Il y a lieu à présent de créer au niveau de l'infrastructure les bases qui permettront à l'avenir de profiter en Suisse des avantages des paiements instantanés. Aussi, la BNS continue-t-elle conjointement avec SIC SA de développer le système SIC dans le but de rendre le règlement des paiements instantanés techniquement possible dès fin 2023. Pour que les paiements instantanés deviennent la nouvelle norme, la Banque nationale a décidé de rendre leur acceptation obligatoire. Cette mesure a également été souhaitée par le conseil d'administration de SIC SA. Elle a été approuvée par les participants au SIC qui se sont exprimés dans le cadre d'une consultation. Dans un premier temps, elle s'appliquera à partir d'août 2024 aux principaux établissements financiers du domaine des paiements de la clientèle. Le potentiel des paiements instantanés ne peut toutefois être pleinement exploité que si le secteur privé met en place des solutions de paiement appropriées. Ces solutions doivent encore être développées. Il ne fait aucun doute que des résultats probants seront obtenus, car pour les établissements financiers, le trafic des paiements constitue le point de contact le plus fréquent avec la clientèle et revêt donc une importance croissante. Je vous remercie pour votre attention et donne la parole à Devet Moser. Geschätzte Damen und Herren, schönen guten Morgen meinerseits. In meinen Bemerkungen werde ich auch die wichtigsten Ergebnisse des neuen Berichts zur Finanzstabilität eingehen. Die Nationalbank hat diesen Bericht heute Morgen veröffentlicht. Zunächst zum wirtschaftlichen Umfeld. Seit der Publikation des letztjährigen Finanzstabilitätsberichts haben sich das wirtschaftliche Umfeld und die Bedingungen an den Finanzmärkten verbessert. Die Pandemie hat sich weniger stark auf die Wirtschaft ausgewirkt, als wir das vor einem Jahr in unserem Basisszenario angenommen hatten. Und vor allem ist keines der Stressszenarien eingetreten. Der Schweizer Bankensektor allerdings befindet sich immer noch in einem herausfordernden, von der Pandemie geprägten wirtschaftlichen Umfeld. Wie Thomas Jordan erwähnt hat, ist die globale Wirtschaftsleistung trotz einer Verlangsamung in den Wintermonaten weiter gestiegen. In den meisten Ländern liegt die Wirtschaftsaktivität jedoch weiterhin unter ihrem Niveau von Ende 2019. Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld birgt verschiedene Risiken für die Finanzstabilität. Erstens sind die wirtschaftlichen Aussichten weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt. Eine erneute Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds, beispielsweise aufgrund einer Verschärfung der Pandemielage, könnte die Qualität des Kreditportfolios der Banken
beeinträchtigen. Zweitens gibt es Anzeichen einer Überbewertung bei den Vermögenspreisen in zahlreichen Ländern. Sollten diese Märkte ihre Einschätzung bezüglich der wirtschaftlichen Aussichten oder der Stützungsmaßnahmen ändern, könnte dies starke Preiskorrekturen nach sich ziehen. Drittens sind die Kreditmärkte aufgrund des historischen Ausmaßes der weltweiten öffentlichen und privaten Verschuldung anfälliger für Einkommens- und Zinsschocks. Dieser letzte Punkt betrifft auf nationaler Ebene vor allem den Hypothekar- und Wohnliegenschaftsmarkt. Seit dem Erscheinen des letztjährigen Finanzstabilitätsberichts haben die Hypothekarkredite moderat zugenommen, während die Preise am Wohnliegenschaftsmarkt stark gestiegen sind. Mit den besseren wirtschaftlichen Aussichten hat sich das Risiko einer pandemiebedingten Korrektur der Wohnimmobilienpreise verringert. Gleichzeitig hat sich die Verwundbarkeit des Hypothekar- und Wohnliegenschaftsmarkts erhöht, denn der Anstieg bei den Wohnimmobilienpreisen und beim Hypothekarkreditvolumen war stärker, als es Fundamentalfaktoren wie Miete und Einkommen erklären können. Nun möchte ich zunächst auf die zwei global aktiven Banken, Credit Suisse und UBS, eingehen. Danach werde ich unsere Einschätzung zur Lage der inlandorientierten Banken präsentieren. Die beiden global aktiven Schweizer Banken erweisen sich im aktuell herausfordernden Umfeld als widerstandsfähig. Ihre Profitabilität lag im Jahr 2020 sogar über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zum einen konnten sie, wie andere global aktive Banken, von den weltweiten Stützungsmaßnahmen und der raschen Erholung an den Finanzmärkten profitieren. Zum anderen trägt die diversifizierte Ertragsstruktur von Credit Suisse und UBS positiv zu deren Widerstandskraft im gegenwärtigen Umfeld bei. So sind die Rückstellungen für Kreditrisiken im Zuge der Pandemie zwar stark angestiegen, sie fallen jedoch im internationalen Vergleich deutlich tiefer aus. Dies ist insbesondere auf das relativ zur Gesamtbilanz kleinere Kreditgeschäft sowie auf die unterschiedliche Zusammensetzung der Kreditportfolios bei den Schweizer Instituten zurückzuführen. Getrübt wird dieses positive Bild durch signifikante Verluste, welche beide Institute, insbesondere jedoch Credit Suisse, im ersten Quartal 2021 auf Positionen gegenüber dem US-Hedgefonds Archegos erlitten haben. Gute Ergebnisse in anderen Bereichen des Investmentbankings sowie in der Vermögensverwaltung halfen, diese Verluste zu absorbieren. Die FINMA hat bei der Credit Suisse eine Untersuchung eingeleitet und verschiedene risikoreduzierende Sofortmaßnahmen ergriffen. Im Einklang mit der insgesamt robusten Profitabilität während der Coronavirus-Pandemie haben Credit Suisse und UBS ihre Kapitalsituation seit unserem letztjährigen Bericht verbessert. Ihre regulatorischen Kapitalquoten befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau per Ende 2019 und erfüllen die Kapitalanforderungen der Schweizer Too-Big-to-Fail-Regulierung vollständig. Die Marktindikatoren zu den beiden Banken haben sich seit dem letzten Bericht ebenfalls verbessert. Nach der stark negativen Reaktion im ersten Quartal 2020 kehrten die sogenannten CDS-Prämien und die Aktienpreise im Laufe der Pandemie auf ihr Vorkrisenniveau zurück. Angesichts der signifikanten Verluste auf der Archegos-Position sind die CDS-Prämien der Credit Suisse
Ende des ersten Quartals 2021 jedoch wieder gestiegen und der Aktienkurs ist erneut gesunken. Ausblickend lässt sich sagen, die beiden global aktiven Schweizer Banken sind weiterhin gut aufgestellt, um im aktuellen herausfordernden Umfeld die Herausforderungen zu meistern und die Realwirtschaft zu unterstützen. Gleichzeitig bleibt aber bei beiden Instituten das Verlustpotenzial, welches die SNB in ihren Stressanalysen schätzt, substanziell. Die Coronavirus-Pandemie hat uns zudem in Erinnerung gerufen, dass das Bankgeschäft jederzeit von massiven Schocks und einem starken Anstieg der Unsicherheit getroffen werden kann. Und schließlich illustrieren die Ereignisse im Zusammenhang mit Archegos, dass signifikante Verluste auch unabhängig von einem makroökonomischen oder systemweiten Schock auf den Finanzmärkten auftreten können. All dies unterstreicht die Notwendigkeit der Too-Big-to-Fail-Kapitalanforderungen, um eine angemessene Widerstandsfähigkeit der beiden global aktiven Schweizer Banken sicherzustellen. Damit komme ich auf die inlandorientierten Banken zu sprechen. Entgegen anfänglichen Befürchtungen hat die Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen die Profitabilität dieser Banken im Jahr 2020 nicht beeinträchtigt. Diese positive Entwicklung kann auf drei Faktoren zurückgeführt werden. Erstens sind die Kreditverluste dank der behördlichen Stützungsmaßnahmen bisher klein geblieben. Zweitens hat, wie erwähnt, die Pandemie am Hypothekar- und Immobilienmarkt bisher kaum Spuren hinterlassen. Drittens hat der Rückgang der Zinsmargen bei den inlandorientierten Banken trotz des weiteren Rückgangs der Hypothekarzinsen sich deutlich verlangsamt. Als Folge davon konnten die Banken im Jahr 2020 ihre Eigenkapitalausstattung durch Einbehaltung von Gewinnen bewahren oder sogar erhöhen. Damit bleibt die Fähigkeit der inlandorientierten Banken erhalten, Schocks zu absorbieren und gleichzeitig die Wirtschaft mit Krediten zu versorgen. Dies ist in der aktuellen Situation besonders wichtig. Denn einerseits könnten die Nachwirkungen der letztjährigen Rezession oder eine erneute Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen mittelfristige Kreditverluste verursachen. Andererseits haben die vom Hypothekar- und Immobilienmarkt ausgehenden Verwundbarkeiten sowie das Exposure dieser Banken gegenüber diesem Markt weiter zugenommen. So hat sich das Hypothekarvolumen der inlandorientierten Banken weiter erhöht und die Tragbarkeitsrisiken sind im Jahr 2020 ebenfalls nochmals gestiegen. Die von der SNB durchgeführten Analysen zeigen, dass die inlandorientierten Banken insgesamt in der Lage wären, die Verluste auch in den simulierten Stressszenarien zu absorbieren. Allerdings könnte gemäß diesen Simulationen die Eigenkapitalausstattung einzelner Institute auf das Niveau der regulatorischen Mindestanforderungen sinken oder sogar darunter fallen. Damit komme ich zum Schluss, meine Damen und Herren. Die Nationalbank beobachtet die Entwicklungen am Hypothekar- und Immobilienmarkt weiterhin aufmerksam und prüft regelmäßig, ob der antizyklische Kapitalpuffer wieder aktiviert werden muss. Ich gebe zurück an Thomas Jordan. Besten Dank. Gut, meine Damen und Herren, wir würden jetzt die Fragerunde eröffnen. Organisatorisch ist es so, dass wir zuerst alle Fragen beantworten, die aus dem Saal kommen. Und erst wenn alle Fragen beantwortet sind, werden wir dann die Leitung öffnen für Fragen vom Telefon. Also zuerst alle Fragen hier im Saal. Und dann haben diejenigen, die am Telefon virtuell dabei sind, die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Ich möchte Sie bitten,
sich überhand erheben, bemerkbar zu machen und kurz sich vorzustellen, Name und Redaktion. Ja, bitte. John Revill from Reuters. Hey, Jordan. I was just wondering, could you give us a bit more detail on what impact you see from higher inflation in Switzerland? I mean, what sort of level would it have to get to before you thought about kind of moving monetary policy? And secondly, what impact do you see from rising inflation abroad, particularly in view of the Fed's move last night to move forward their rate hikes? Does that kind of help you guys, the SNB, with the Fed raising rates? Or what's your kind of view on that? That's my first one on inflation. And then secondly, just a bit about the mechanics of inflation. Why generally do you think Switzerland has such low inflation compared to the US and Europe? What's kind of holding it back here then? Thank you. Well, thank you for both questions. Well, if you look at our inflation forecast, you see that inflation is really still very low, especially at the horizon of 2 and 3 years. So our aim, our goal is to have price stability. That means inflation below 2%, but in the positive. So at this moment, inflation is still very low, and it has to go at the horizon of 2 to 3 years, really out of the range of price stability before there is any need to change monetary policy. So as I mentioned before, it's still necessary to maintain our expansion in monetary policy. We just came out of negative inflation. That was due to the crisis and also due to the appreciation of the Swiss franc. So we are happy to be back in positive territory, but we are far away from having any inflationary problems so far. So we have to continue with our expansion in monetary policy. Now, the second part of your first question regarding the situation abroad. Of course, when we go towards normalization of monetary policy on a global level, that is something that is rather positive, both from an economic perspective, but also, of course, something that could normalize interest rates over the medium to long term. So we welcome a normalization of economic and financial conditions over the medium to long term. This is positive. Now, your second question regarding the low inflation in Switzerland. Well, first of all, we still have a highly valued Swiss franc, and this highly valued Swiss franc is keeping or holding down in inflation. So this is a big difference towards many other countries where the exchange rate from their perspective is weaker. So we have a strong Swiss franc, one that is holding inflation down. We still have an open output gap. So production capacity is not fully utilized. And this is true both for technical capacity, but also for the labor market. And we have very well-anchored inflation expectations. So I think this is also an advantage that we have here in Switzerland. So this is, in a nutshell, the response to your question. Thank you. Ja, bitte. Toni Zulauf, CH Media. Ich hätte zwei Fragen. Erstens, können Sie uns eine Indikation geben, wo Sie haben von Auslastung der Produktionskapazitäten gesprochen. Können Sie uns eine Indikation geben, bei welcher Arbeitslosenquote Sie diese Auslastung vollständig gegeben sehen? Und die zweite Frage betrifft die stark gestiegenen Aktienkurse weltweit und damit verbunden letztlich auch diese Archegos-Geschichte. Mich würde interessieren, wie Sie die Stabilitätsrisiken, wir haben jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich fast immer von den Immobilien und Hypotheken geredet, aber wie sehen Sie die Stabilitätsrisiken dieser Preisentwicklung an den Finanzmärkten? Mhm. Danke. Ja, besten Dank, Herr Zulauf, für beide Fragen. Was die Aktienkurse angeht, da möchte ich dann gerne auch noch das Wort an meine Kollegin Andrea Mechle geben. Ich glaube, man muss dann dort klar unterscheiden, Archegos ist eine
von dem getrennte Situation und das andere ist die generelle Bewertung von Aktien, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Da würde ich gerne dann, wie gesagt, das Wort Andrea Mechler geben. Was Ihre erste Frage angeht, ich habe vorher gesagt, wir gehen im Moment davon aus, dass wir grosso modo Mitte 2021 auf dem Niveau sind, was die Produktion angeht, von Ende 2019, aber noch nicht auf dem Trend, den wir damals prognostiziert haben. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und es ist immer schwierig, diese Prognosen zu machen, aber es wird sicher noch, ich würde sagen, etwas mehr als ein Jahr gehen, bis wir aus heutiger Perspektive dann wieder auf dem Trend sind, den wir Ende 19 gesehen haben. Wo genau dann die Arbeitslosenquote ist, möchte ich mich nicht festlegen, aber sie sollte, wenn wir in diesem Gleichgewicht sind, wenn wir ausgeschöpfte Produktionskapazitäten haben, deutlich geringer sein. Und sie sollte eigentlich aus heutiger Perspektive auch nicht wesentlich unterschiedlich sein zu dem, was wir vor der Krise gesehen haben. Also wir sehen nicht irgendwie im Moment strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt, die quasi die gleichgewichtige Arbeitslosigkeit wesentlich verschoben haben. Das ist immer, wie ich gesagt habe, aus heutiger Perspektive. Das kann schneller oder langsamer gehen, hängt davon ab, wie der Virus sich entwickelt, hängt aber auch davon ab, wie die Auslandnachfrage ist und wie eben diese Rückkehr aus der Lockerung, oder wenn die Lockerung stattfindet, wie rasch eben die Unternehmen hier wieder Tritt fassen und produzieren. Also das wäre die erste Antwort. Dann möchte ich betreffend Aktienbewertungen die Frage an Andrea Mechler weitergeben. Merci. Die Aktienkurse global haben jetzt neue Rekorde erreicht. Die Faktoren sind aber relativ erklärbar. Einerseits gibt es natürlich die expansive fiskal- und geldpolitische Politik im Hintergrund, tiefe Zinsen zum Beispiel, aber auch der Budget in Amerika ist natürlich, Budgetimpuls ist natürlich sehr stark. Und natürlich, Konjunkturausblick ist sehr gut mit der ganzen Zurückkommen der Corona-Krise und die guten Impfungen, die vorwärts kommen. Und was auch im Hintergrund sehr stark gesehen wird, ist die Firmen, auf denen diese Aktien ja stehen, haben auch sehr starke Gewinn- und Umsätze gesehen in den letzten Quartalen. Also das erklärt wirklich, warum die Aktienkurse jetzt auf neue Rekordhöhe gekommen sind. Dann verstehe ich Sie richtig, wenn Sie sagen, dass Sie keine Risiken sehen durch die Entwicklung dieser Aktienmärkte, weil das alles ganz rational abläuft. Das habe ich nicht ganz gesagt. Risiken gibt es immer. Diese Risiken müssen auch getragen werden. Das heißt, die Investoren, die solche Aktien kaufen und halten, müssen auch darauf zählen, dass Preise ändern, sich korrigieren können. Und zum Beispiel, wenn Zinsen raufkommen, kann es natürlich einen Impact auf den Zins, auf den Aktienkurse haben. Ich habe nur erklärt, warum sind die nach oben. Also es ist nicht nur Spekulation, wie es manchmal gegeben hat. Also es ist nicht nur blasse Risikofreudigkeit, die dahinter stehen. Also es gibt schon starke Impulse, aber Risiko von Fluktuation auf der Kursseite gibt es natürlich auch. Und die sind wichtig. Gut, vielleicht als Ergänzung, Herr Zulauf, zu dieser Frage. Wir haben natürlich überall Risiken. Alle Anlagen unterliegen Bewertungsrisiken. Und eine Frage ist, wie ist die Bewertung von bestimmten Anlageklassen gegenüber den anderen Anlageklassen? Sind die vor dem Hintergrund der gleichen Zinsen, der gleichen Konjunktur eher höher, als man erwarten kann, bewertet oder ändert tiefer? Das ist dieser quasi Vergleich, wo man hat. Und dann die andere Frage ist eben, sind alle zusammen zu hoch, richtig oder zu tief bewertet? Und das sind immer schwierige Fragen, hängt eben davon ab, wie sich insbesondere auch das längerfristige Zinsniveau entwickelt. Diese berühmte R-Stern, also das gleichgewichtige Zinsniveau, spielt da eine große Rolle, aber auch natürlich die globale Entwicklung und wie Andrea Mechler gesagt hat, die Entwicklung der Gewinne von Firmen. Je besser die Konjunktur läuft, je höher die Gewinne sind und nicht nur die Gewinne, sondern auch das Wachstum der Gewinne, desto mehr kann man
hohe Bewertungen von Aktien gut erklären. Wenn das dreht, wenn irgendetwas diese Entwicklung dann unterbricht, dann kommt es auch zu großen Korrekturen. Und Sie haben gesehen, die Korrekturen, die wir beispielsweise 2008 hatten oder auch jetzt in der Pandemie, Aktienkurse können in ganz kurzer Zeit zeitweise fast um die Hälfte einbrechen, aber dann auch wieder stark steigen. Also Aktien sind eigentlich immer Bewertungsrisiken ausgesetzt und sie reagieren relativ stark auf veränderte Einschätzungen über zukünftige Zinsentwicklungen und Gewinnentwicklungen. Gut, ja, bitte. Thomas Fuß, der Neue Zürcher Zeitung. Ich hätte eine Frage, vielleicht mehr so ein bisschen mit innenpolitischem Fokus. Man gewinnt den Eindruck, dass in den letzten paar Monaten, Jahren die politischen Begehrlichkeiten gegenüber der SNB-Bilanz größer geworden sind. Vor kurzem hat sich beispielsweise der Nationalrat dafür ausgesprochen, dass man die Einnahmen aus den Negativzinsen für die Sanierung der AHV verwendet. Wie stellt sich die SNB zu diesen politischen Versuchen, quasi Teile der SNB-Bilanz für solche finanzpolitischen Themen zweckgebunden zu instrumentalisieren? Das kann ja wahrscheinlich nicht in Ihrem Interesse sein, oder? Ja, gut, besten Dank, Herr Fuster, für diese Frage. Also grundsätzlich in der Schweiz legt der Souverän die Verfassung fest, das Parlament die Gesetze und die Nationalbank hält sich an alle Vorgaben, die von dort kommen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch unsere Aufgabe, auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Wir haben seit langem immer darauf hingewiesen, dass eine Zweckbindung bei der Gewinnausschüttung problematisch ist. Es macht Sinn und wir sind damit gut gefahren, dass die Gewinne an die öffentliche Hand, das heißt an Bund und Kantone ausgeschüttet werden, aber nicht irgendein einen dritten Destinär, weil das in bestimmten Situationen dann Probleme verursacht und im Extremfall auch die Unabhängigkeit der Nationalbank negativ beeinflussen kann. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und in diesem Kontext gilt es auch darauf hinzuweisen, dass das ganze System, das wir jetzt haben, eigentlich sehr vernünftig aufgebaut ist. Es berücksichtigt die Stabilität der finanziellen Situation der Nationalbank. Das ist auch im Gesetz so vorgesehen. Die Stabilität der Nationalbank geht vor Gewinnausschüttungen. Das ist auch wichtig, weil wir eine sehr große Bilanz haben, die auch viele Risiken hat. Wir haben gerade vorher von den Risiken gesprochen. Das gilt auch für uns. Wir haben hohe Bewertungsrisiken. Und deshalb braucht es eine ausreichende Kapitalisierung. Und die Lösung, die man jetzt gefunden hat, scheint uns sehr sinnvoll zu sein. Bund und Kantone partizipieren viel mehr als früher, solange eben die Situation bei der Nationalbank gut läuft und die Ausschüttungen gehen entsprechend auch wieder zurück. Also das System, das wir heute haben, ist sowohl in Bezug auf die Berechnung der Gewinnausschüttung, aber auch auf die eben quasi Governance, wo die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone geht, aus unserer Sicht gut und man muss sich gut überlegen, dass man ein solch gut funktionierendes System ohne wirklich triftige Gründe dann über Bord werfen würde. Gut, ja, bitte. Ja, danke für die Frage, Fabio Canic mit swissinfo.ch. Auch in diesem Zusammenhang, das SNB Observatory hat ja gestern einen Bericht rausgebracht und die sagen, wir denken nicht, dass die Nationalbank noch mehr Eigenkapital braucht. Und Sie sind da offenbar anderer Meinung, das zeigt sich auch daran, dass Sie die Rückstellungen für Währungsreserven jährlich um 10% erhöhen. Ich habe eine ganz einfache Frage. In Prozent können Sie uns sagen, welche ungewichtete Eigenkapitalquote Sie anstreben? Wir haben uns ja sehr, Herr Canic, ausführlich zu der Situation anlässlich unserer Generalversammlung geäußert. Wir haben dort eine sehr Auslegeordnung gemacht, wo wir auf diese Aspekte sehr eingehend eingegangen sind. Es ist nicht trivial, genau zu bestimmen, was ist die optimale oder minimale Kapitalanforderung für eine Zentralbank. Aber was wir aus der Perspektive von heute ganz genau wissen, wenn wir die Bilanzsumme von 1.000 Milliarden anschauen, wenn wir die Bewertungsrisiken anschauen, die in dieser Bilanz sind, dann ist es klar, dass wir über die nächsten Jahre weiter Kapital aufbauen müssen. Wir haben eine Rückstellungsquote, das ist das Eigenkapital, das wir als das angestrebte, für einen bestimmten Zeitpunkt angestrebte Kapital betrachten.
das nicht einmal 10% der gesamten Bilanz umfasst. Früher, vor der Finanzkrise, war dieses Polster viel größer und die Risiken viel kleiner. Heute haben wir enorme Bewertungsveränderungen. Um Ihnen ein Beispiel zu machen, das aus unserer Sicht eindrücklich ist, wenn sich der Franken um einen Rappen aufwertet, gegenüber allen maßgebenden Währungen, ist sofort ein Verlust von 10 Milliarden Franken. Ähnliches gilt, wenn die Börse etwa 5% an Wert verliert, haben wir ähnliche Verluste. Also es zeigt, dass diese Bewertungsveränderungen enorm sein können. Und deshalb, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir eine vorsichtige, kluge Rückstellungspolitik eben haben, wo wir das Kapital aufbauen über die Zeit. Diese 10%-Regel, die Sie angesprochen haben, ist eine Regel, die nicht für alle Ewigkeit gilt, sondern sie gilt für die nächsten 5 Jahre. Und die Nationalbank, so wie sie das in der Vergangenheit immer gemacht hat, überlegt dann jeweils, wo stehen wir heute, wie groß ist die Bilanzsumme, wie groß sind die Risiken und wie groß ist der Kapitalbestand. Und von dort aus überlegt man dann wiederum für die nächsten 5 Jahre, was ist eine vernünftige Rückstellungshöhe und eine vernünftige Rückstellungsregel. Es macht Sinn, das immer für einen 5-Jahres-Horizont anzuschauen, weil wir auch mit dem Bund eine Vereinbarung über die Ausschüttung jeweils für 5 Jahre abschließen. Und beide Sachen gehören zusammen und deshalb machen wir das immer so. Auch mit dem sind wir gut gefahren. Ich glaube, wir haben jeweils vernünftige Regeln gehabt. Trotz riesigem Aufbau der Bilanz sind die Rückstellungen eher moderat gewachsen. Die Nationalbank hat sich dort eher zurückgehalten, auch im Interesse eben eine geglättete Gewinnausschüttung vornehmen zu können. Also unter dem Strich, wir sind nicht der Meinung, dass wir zu viel Kapital haben, sondern die Rückstellungen sind auf einem Niveau, wo wir das über die nächsten Jahre weiter ausbauen müssen. Und wir haben eine Ausschüttungsreserve, die uns jetzt erlaubt, wenn die Situation gut ist, über die nächsten Jahre mehr auszuschütten. Aber diese Ausschüttungsreserve potenziell muss auch Verluste absorbieren können, wenn die eintreten sollten. Darf ich vielleicht kurz nachfragen, haben Sie denn zumindest eine Zahl im Kopf, wo Sie sich ungefähr wohlfühlen würden, bei 30% oder 40% oder irgendwas? Ja, wir sind ja weit weg, wir sind jetzt bei 10% und die Situation ist so eindeutig, dass wir über die nächsten Jahre Kapital aufbauen müssen und wollen, dass es müßig ist, Ihnen hier eine Zahl zu sagen. Es ist auch so, dass sich generell die Situationen ändern können. Es kann ja plötzlich sein, dass die Risiken tiefer sind, dass wir die Anlagepolitik anders gestalten können, dass wir weniger Wechselkursrisiko haben und so weiter und so fort. Alle diese Aspekte fließen schlussendlich ein in eine Beurteilung, die jeweils dann für die Rückstellungen respektive für die Beurteilung der Höhe des Eigenkapitals maßgebend ist. Das hat bis jetzt gut geklappt und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft vernünftig gemacht wird. Und gerade die Lösung, die wir jetzt auch mit dem Bund gefunden haben, wo wir die Ausschüttung deutlich erhöht haben, aber abhängig gemacht haben vom Bilanzgewinn, war auch in der Vergangenheit schon so, jetzt ist es noch etwas anders gestaltet worden, kommt eigentlich den verschiedenen Bedürfnissen hier sehr stark entgegen. Gut, ich glaube, hier war noch eine Frage. Ja, Reto Lipp vom Schweizer Fernsehen. Ich hätte noch eine Frage gehabt zu den Zinsen. Also offensichtlich, die FED rechnet möglicherweise damit, 2023 die Zinsen anheben zu müssen. Wie groß ist eigentlich der Time Lag zwischen der FED und der Schweizerischen Nationalbank? Also wie lange geht es nach der FED, bis Sie handeln müssen? Oder wie schnell schwappt das dann rüber, die Zinsen? Und noch die zweite Frage zur Aktienquote. Sie haben ja etwa eine Aktienquote von 20%. Jetzt, wenn die Aktienmärkte steigen, nehme ich mal an, dass Sie jetzt darüber sind. Oder haben Sie jetzt Aktien verkauft massiv, wenn Sie dann wieder zur taktischen Aktienquote zurückkehren? Oder überlegen Sie sich, die Aktienquote zu erhöhen auf 25% oder 30%? Die Pensionskassen sind jetzt bei 33% in der Schweiz. Also wäre es nicht sinnvoll, dass Sie vielleicht dann auch Ihre Aktienquote irgendwann erhöhen müssten? Gut, vielen Dank für diese Frage. Ich gebe dann auch wiederum gerne das Wort meiner Kollegin für die Aktienquote. Jetzt zu Ihrer ersten Frage. Das hängt davon ab, wie rasch sich der inflationäre Druck in der Schweiz verändert. Wenn wir einen plötzlich
viel, viel schwächeren Franken sehen, dass wir überall in der Welt steigen die Zinsen. Die Zinsen der Schweiz bleiben tief, der Franken wertet sich auf und der inflationäre Druck kommt bei uns. Weil wir Preisstabilität aufrechterhalten müssen, werden wir dann unsere Geldpolitik über die Zeit natürlich so verändern, dass wir diese Preisstabilität aufrechterhalten können. Es kann aber auch sein, dass das sehr lange geht, weil eben die Bewertung beim Franken genau gleich bleibt, wie sie heute ist, die Inflation sehr tief ist und durch das keine Notwendigkeit von Zinserhöhungen in der Schweiz direkt sich daraus ergeben wird. Also wir fokussieren uns auf die Situation in der Schweiz. Unser Ziel ist Preisstabilität unter Berücksichtigung der Konjunktur. Aber selbstverständlich hat das internationale Umfeld über die Einflüsse Wechselkurs, internationale Konjunktur auch einen Einfluss auf diese wichtigen Variablen in der Schweiz und das berücksichtigen wir entsprechend. Aber wir verändern nicht die Geldpolitik, weil die Geldpolitik im Ausland verändert wird, sondern wir verändern sie dann, wenn es für die Zielsetzungen, die wir haben, eben Preisstabilität unter Berücksichtigung der Konjunktur wichtig ist. Gut, Andrea, bitte. Merci Thomas. Aktienkurse, also eine ist operationell, wie gehen wir damit um? Absolut, wir haben unser Asset Management Team, wenn wir eine Zahl gegeben haben, 20% Aktienquote, dann müssen wir die auch immer so behalten. Wir haben einige Wochen, die wir natürlich, es gibt ja so ein Rebalancing-Möglichkeiten. Das war auch sehr interessant während der Krise, einfach mal zurück, die Corona-Krise, jetzt spreche ich mal, letztes Jahr im März, wie viel Rebalancing es gebraucht hat auf der Aktien. Da waren die Aktien nicht hochgekommen, da waren sie gefallen. Da brauchte es auch sehr viel Rebalancing zu machen, aber das ist natürlich eine sehr wichtige Tätigkeit, die bei uns gemacht wird. Ich möchte aber zurückkommen, wir machen das natürlich auf passive Seite, also wir bilden die Aktienindexen nach. Die andere Frage ist, wie gehen wir mehr generell mit unserem Portfolio um? Das ist eine Überlegung, die wir uns jedes Jahr wieder machen. Wir haben eine 5-Jahr-Strategie, wir haben dann eine Jahr Überlegung, wie wir diese 5-Jahr-Strategie ja auch umsetzen. Und diese Strategie wird, das haben wir auch immer gesagt, wir gucken uns die Veränderungen der Risikolandschaft und dann, weil wir haben ja zwei, das ist auch immer sehr wichtig, wir haben zwei Sachen, wir müssen unsere Bilanz jederzeit benutzen können, das heißt, wir brauchen viel Liquidität, wir brauchen auch eine sehr hohe Diversifikation und es ist auch wichtig, dass wir den Wertbehalt unserer Bilanz behalten. Aktien spielen eine große Rolle, das sind Überlegungen, wie viel höher wollen wir mit den Aktien gehen. Es geht oft, wir können in eine höher gehen, ein bisschen über die Zeit. Eine Sache möchte ich aber noch sagen, die interessant ist. Wir haben einen anderen Risikoprofil als ein privater Investor. Weil wir können die Aktienquote erhöhen und das kann uns, bis jetzt hat es uns geholfen, aber nicht so viel wie ein Privatinvestor, weil wir eine Safe-Haven-Währung haben. Das heißt, wenn es Risiken gehen, haben wir eine andere Korrelation, weil unsere Währung verstärkt sich am gleichen Moment, wo die Aktienpreise dann auch fallen. Das heißt, die Korrelation, die wir von Aktien bekommen, ist bei uns ein bisschen anders als bei einem normalen Privatsektor. Also ein bisschen kann es erhöhen, aber viel mehr wird die Nationalbank nie halten. Gut, vielen Dank. Dann schaue ich. Gibt es noch Fragen aus dem Saal? Ich sehe keine im Moment. Dann gibt es im Saal keine weiteren Fragen mehr. Und somit öffnen wir die Leitung für die Journalistinnen und Journalisten am Telefon. Um Ihre Frage zu stellen, wählen Sie bitte die Tasten Stern 1-4. Ich wiederhole, wählen Sie die Stern-Taste und dann 1-4. Danke. Die erste Frage kommt von Markus D. Meyer, Tagesanzeiger, Tamedia. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch eine Frage stellen. Zur Gewinnverteilung und zu diesem Bericht des Observatory. Da war zum Beispiel ein Punkt, zu dem ich gerne eine Stellungnahme von Ihnen hätte. Da wurde festgehalten, dass Sie ja eigentlich jedes Jahr Rückstellungen für Währungsrisiken bilden, aber Verluste dann doch über die Ausschüttungsreserven abhandeln, was eigentlich
ja, dann eben, Sie haben ja Rückstellungen für diese Risiken, aber Sie äußern die sowieso immer weiter. Also Sie nehmen nie Verluste darüber. Dazu gerne vielleicht eine Stellungnahme. Und das Zweite bezieht sich auch noch einmal auf die Zahlen, die Sie für vernünftig halten. Es wurde in diesem Bericht zum Beispiel festgehalten, dass es sinnvoll sein könnte, wenn Sie veröffentlichen, wie Sie die Risiken genau, wie Sie auf diese Risiken in Zahlen kommen, wie das jede Bank ja auch macht mit Risikokennzahlen. Ob so etwas, das würde dann wahrscheinlich das Verständnis erhöhen für das, was Sie an Kapital, vor allem an Eigenkapital wirklich bedürfen. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Herr Diemeyer, für diese Frage. Was die erste Frage angeht, ist das natürlich eine sozusagen Fehlinterpretation. Und man muss sehen, das gesamte Eigenkapital der Nationalbank ist die Summe der Rückstellungen und der Ausschüttungsreserve. Die Rückstellungen sind immer für einen Zeitpunkt gegeben, der angestrebte Betrag an Eigenkapital. Und wenn wir Verluste haben, die dazu führen, dass die Ausschüttungsreserve null oder negativ wird, dann haben wir natürlich auch eine Verlustabsorption in dem Sinne durch die Rückstellungen. Das heißt, wenn die Ausschüttungsreserve negativ ist. Also es ist so, das Gesamteigenkapital wird aufgeteilt in diese Rückstellungen. Das ist der angestrebte Betrag. Die Ausschüttungsreserve ist potenziell immer für Ausschüttung zur Verfügung, bis sie eben null wird. Und danach, wenn sie null oder negativ wird, ist eben das Eigenkapital tiefer als die Rückstellungen und somit die gesamte Eigenkapitalbasis schwächer als was wir anstreben. Und wir müssen dann über die Zeit zuerst wieder genügend Gewinne haben, um dieses Loch aufzufüllen, bevor wir die Ausschüttung wieder ins Auge fassen können. Also das gesamte Eigenkapital der Nationalbank ist Verlust absorbierend. Und wir sind auch verschiedentlich ja schon in Situationen gekommen, wo man diskutiert hat, dass die Nationalbank nahe daran ist, eben negatives Eigenkapital zu haben und was dann passieren wird. Also dieser Aufbau, die Zweiteilung des gesamten Eigenkapitals in Rückstellungen und Ausschüttungsreserven ist logisch gut erklärbar, gut verständlich und von dem her glaube ich auch richtig, so wie wir das entsprechend machen. Jetzt die verschiedenen Risiken. Wir haben 10% Rückstellungen im Moment gegenüber einer Bilanz, die 1000 Milliarden hat, wo wir enorme Bewertungsveränderungen haben bei den Aktien, bei den Wechselkursen und bei den Obligationen über Zinsveränderungen. Das sind enorme Risiken und diese Risiken müssen wir in dem Sinne möglichst durch Eigenkapital auch abdecken können. Wir können nie verhindern, dass wir plötzlich enorme Verluste haben, aber wir sollten in Phasen, wo wir Eigenkapital aufbauen können, das auch in einem vernünftigen Ausmaß machen. Das ist genau das, was wir jetzt mit unserer Rückstellungsregel machen, damit wir dieses Niveau der Rückstellungen auch erhöhen können. Wie vorher erläutert, kann man stundenlang diskutieren, wo genau das aktuelle optimale Niveau ist. Aber ich glaube, aus der Ausgangslage, wo wir jetzt sind, sollte klar sein, dass ein weiterer Aufbau von Kapital entsprechend notwendig ist. Und was man auch nicht vergessen darf, die Bewertung der Nationalbankbilanz, das Eigenkapital, das wir ausweisen, ist auch maßgebend von unserer eigenen Politik abhängig. Wenn die Geldpolitik geändert wird, kann auch der ganze Wert der Bilanz sich rasch wieder verändern. Und deshalb ist noch einmal, ich glaube, ein Grund zur Vorsicht hier geboten. Es geht darum, dass wir nicht durch exzessive Gewinnausschüttungen quasi eine Situation herbeiführen, die dann zu einer Unterkapitalisierung der Nationalbank führen. Und vielleicht der letzte Punkt, der in diesem Kontext auch sehr maßgebend ist. Die Nationalbank schüttet alles über die Zeit aus, das ausschüttbar ist. Es ist nicht so, wie immer alles, was in der Ausschüttungsreserve ist, ist potenziell ausschüttbar und das wird über die Zeit ausgeschüttet. Aber gleichzeitig müssen wir eben Rückstellungen aufbauen, solange wir überzeugt sind, dass eben das Niveau des Eigenkapitals tiefer ist, als was es gegeben den Risiken, die in der Bilanz vorhanden sind, angebracht wäre.
Also das ist die Antwort auf Ihre beiden Fragen. Besten Dank. Die nächste Frage kommt von Pascal Schmuck, La GFI. Bonjour, Pascal Schmuck de La GFI, en français. Petite question donc concernant vos réserves, vous en avez toujours plus. Est-ce qu'à votre avis, ce ne serait pas le moment de relancer l'idée d'un fonds souverain ou bien y êtes-vous toujours opposé? Est-ce que vous pouvez répéter votre question parce que c'était très très difficile à comprendre parce que le microphone n'est pas très clair. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, un petit peu mieux, oui. Je voulais poser une question à propos des réserves de la BNS qui sont toujours plus importantes. Est-ce que vous êtes toujours opposé à la création d'un fonds souverain ou bien est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez? Non, notre position-là n'a pas changé. Nous pensons qu'un fonds souverain n'est pas une idée bonne pour la Suisse parce que, en tout cas pas avec les actifs de la BNS. Les actifs de la BNS sont ici pour la politique monétaire, ils sont le résultat de la politique monétaire et nous avons aussi une côté passif de notre bilan. Alors on ne peut pas prendre ces actifs et les mettre dans un fonds souverain sans avoir un impact problématique pour la BNS. Alors l'intégrité de notre bilan inclut tous les actifs, toutes les réserves monétaires est très importante. Alors cette idée d'un fonds souverain n'est pas quelque chose que nous trouvons que c'est une bonne idée. Au contraire, c'est quelque chose qui met en danger le potentiel de la politique monétaire suisse et qui n'a aussi aucun impact positif pour le reste de la Suisse. Parce qu'en principe, on ne pourrait pas faire grand-chose différent avec ces actifs. Il faut les investir plus ou moins de la même manière comme la Banque nationale. Si ça ne serait pas le cas, ça serait un impact sur le franc suisse, qui est quasiment une politique monétaire contre-productive. Et s'il y a des grands changements dans cette stratégie de placement, il y a un impact négatif sur nous. Alors, en entier, la réponse est claire. Nous trouvons que c'est une idée très mauvaise. Les actifs de la BNS, c'est des actifs de politique monétaire. Ils doivent rester dans le bilan de la BNS. Et la BNS doit avoir le pouvoir de les gérer elle-même, de les augmenter et de les diminuer, toujours en dépendance des besoins de la politique monétaire. Merci. Zurzeit haben wir keine weiteren Fragen. Falls sich noch jemand melden möchte, bitte mittels Tasten Stern 14, Stern 14. Dankeschön. Gut, das scheint keine weiteren Fragen zu haben. Ich frage noch einmal die Operatorin. Gibt es noch Fragen oder sind keine mehr gekommen? Das ist korrekt. Keine weiteren Fragen von der Telefonkonferenz. Gut, also meine Damen und Herren, dann möchten wir Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie an unsere Medienkonferenz gekommen sind. Wir wünschen Ihnen einen guten Sommer, möglichst dass die Eindämmungsmaßnahmen rasch vorbeigehen, dass Sie den Sommer genießen können. Wir freuen uns auch auf eine Situation, wo wir dann hoffentlich wiederum einen Anlass machen können, unser traditionelles Nachtessen. Das können wir erst machen, wenn eben die Situation sich auch wieder verbessert hat. Also wir wünschen Ihnen alle zusammen einen schönen Sommer und wir freuen uns auf die nächste Medienkonferenz. Besten Dank.